Herr Lef hat Ihnen alle Zahlen nochmal dargestellt. Ich versuche nochmal ganz kurz zwei Punkte darzustellen. Einmal, wie Herr Lef so schön sagte, was zur Geschichte und warum. Zweitens ein kleiner Punkt zum Schluss. Das Hafengesamtkonzept ist 88 beschlossen worden und erarbeitet haben das die HGK oder der Vorgänger der HGK, die IHK und die Stadtverwaltung Köln, letzte federführend. Nachdem man nun schon lange darüber beraten hatte, nämlich etwa 2,5 Jahre, habe ich dann 88 gesagt, ich habe Ende 87 hier angefangen, Schluss jetzt. Das Konzept wird fertig gemacht, es wird dem Rat vorgelegt zum Beschluss, das ist im Juni 88 passiert, das war angenommen worden vom Rat, mit den Stimmen von SPD und CDU und der Größe, so war die Reihenfolge damals. So, und wir schreiben es dann kontinuierlich fort im Laufe der nächsten Jahre. Das war 88. Und in dem Hafengesamtkonzept steht drin, Godorf wird dann ausgebaut, wenn der Nil 1 nichts mehr ausbaufähig ist. Das mal so zusammen. Wenn dort nichts mehr ausbaufähig ist, wird Godorf offen. Ich bleibe bei dieser Meinung auch heute. Wenn Sie in das Hafengesamtkonzept hineingucken von 1988, Sie finden in Deutschland, wird Sie ein bisschen angeberisch, kein Konzept, aus der Zeit schon gar nicht, so etwas hat keiner gehabt in Deutschland, auch Hamburg im Übrigen nicht. Sie finden keines, das so umfassend was darstellt. Was wurde denn im Hafengesamtkonzept? Sie alle haben die 133 Seiten sicherlich gelesen, wenn man darüber spricht, muss man das auch können. Drei Dinge wurden damals dargestellt. Erstens, wie ist die Situation? Zweitens, wie wird sich Hafenwirtschaft entwickeln? Und drittens, wie finden wir ein Argument, dass der Rhein-Nord-Hafen aufgegeben wird und zu dem wird, was er heute ist? Das waren die drei Motive in diesem ganzen Konzept. Denn zu dem Letzteren, wie können wir die Begründung bringen, dass der Rhein-Nord-Hafen nicht mehr Hafen ist, gab es vorher im Flächennutzungsplan von 1984 eine Aussage, dass der gesamte Bereich Erholungsfläche werden sollte. Mit dem Argument 100 Jahre Hafen hat sozusagen die Südstadt vom Wasser, dem Rhein, sozusagen abgehalten, zurückgehalten. Das sollte jetzt revidiert werden. Das kann überhaupt nicht angehen, dass so ein Standort wie der Rheiner Hafen Grünfläche wird. So, das haben wir dann nochmal untermauert in dem Innenstadtentwicklungskonzept, was heute im Übrigen auch noch gilt, genau wie das Hafenkonzept. Hat ja auch einen Grund, indem wir nochmal gesagt haben, was aus dem Rheiner Hafen werden kann. Ende jetzt mit Rheiner Hafen. Das war die Begründung dafür. Sie können das ja alles sehen, was daraus geworden ist. Ich glaube, es war nicht falsch. Zweiter Punkt 1990. 1990 haben wir gesehen, nachdem die HGK umgewandelt hat, systematisch seit 88 Flächen im Hafen Nil 1, das war ja unser Ziel. Nil 1 soll umgewandelt werden, sukzessive Jahr für Jahr. Und nur wenn das dann nicht mehr geht, dann kommt Godorf ran, ich war viele Jahre im Aufsichtsrat dort, 16 Jahre, haben wir gesehen, wie das läuft. Und der Aufsichtsrat hat sich massiv dafür eingesetzt, dass die Umwandlung permanent erfolgte. Der Nefer hat die Zahlen aufgelegt, bis ungefähr 145.000 Quadratmeter Nil 1 bis heute, etwa bis heute. Also Größenordnung, hohe Leistungsfähigkeit der HGK, all ihrer Gremien, der Gesellschaft, all ihrer Gremien in dieser Sache. Sie haben nämlich gezeigt, dass Flächen in dem Hafen da sind, die viel zu teuer sind, um als Brachflächen dort zu liegen. Bis 2000, 2001 lief das so, bestens, im Grunde genommen bis heute. 1990 haben wir dann gesehen, dass Hafenwirtschaft eins ist, aber Güterverkehr was anderes ist. Güterverkehr umfasst wesentlich mehr und damit hat die Stadtverwaltung, nicht der Rat, die Stadtverwaltung hat sich die Aufgabe gesetzt in meinem Dezernat, wir machen ein Güterverkehrskonzept für Köln. Ein Güterverkehrskonzept für Köln gab es im Vergleich bei keiner anderen Stadt in Deutschland. Wir haben ein Güterverkehrskonzept für Köln entwickelt, was zwei Ziele oder drei Ziele hatte, ich nenne ihn fünf insgesamt, ich nenne ihn jetzt zwei. Wie kann der KLV-Bereich, der kombinierte Ladeverkehr-Bereich, wie kann der gestärkt werden? Und zweitens, wie kann das Modul Schienenverkehr verstärkt und Wasserverkehr verstärkt eingesetzt werden bei zunehmendem Logistikverkehr in Deutschland und darüber hinaus? Dazu haben wir eine sogenannte Güterverkehrsrunde, also Sie haben das eben auch gesehen, eingerichtet 92. Und dieser hatte die Aufgabe, Eiffeltour zu machen. Die Debatte in Eiffeltour kennen wir noch bestens. Es war eine Grünfläche, ein Acker von fast 100 Hektar, daneben die Kleingärtner, die auch heute noch da sind. Und alles wurde mir gesagt, das würde nicht gehen. Mit dieser Güterverkehrsrunde 92, in der vertreten war von Wissenschaft über IHK, alle Ministerien des Bundes, die zuständig waren, des Landes Nordrhein-Westfalen, die zuständig waren, die Bezirksregierung,
Die Wissenschaft, die Anwender, die Bahn AG, all das war dabei und wir haben die Leitung gehabt. Mit diesem Güterverkehrskonzept und auf dieser Basis sollte es sein, und der Güterverkehrswunder als begleitendes Organ, wurde dann Eiffeltor geschaffen. Eiffeltor ist ausgebaut, Eiffeltor wird weiter ausgebaut, ist das größte in Deutschland, weil die Vorfindlichkeiten ebenso entsprechend waren, nämlich eine Strecke, eine Nord-Süd-Strecke, die größte Nord-Süd-Strecke der Bahn, von Kopenhagen bis weiter an Köln vorbei. Nutzen wir doch die vorhandenen Dinge. Wie auch das gesamte Hafenkonzept, die Ökonomie vorne hat. Nicht Umweltschutz und dieses war das Thema, sondern wie können die knappen Mittel am wirtschaftlichsten eingesetzt werden und dennoch ein entsprechender Standort Köln geschaffen werden und in der nächsten Logistik ist für Köln wichtig. Einer der wichtigsten Arbeitgeber ist die Logistik in Köln. Gewachsen in den letzten Jahren, wir müssen auch nicht mal meinen, dass es so ist, dass derjenige, der nichts weiß, Logistiker wird das verkehrt. Der Logistiker wird immer stärker gefordert. Das heißt, die Logistik geht tief in die Produktion hinein. Sie können das am besten sehen, ich nenne mal das älteste Unternehmen in Köln, in der Produktion, die Deutz AG, da sind die Logistiker ganz tief drin von Stute, damit überhaupt der Prozess läuft, und zwar so kostengünstig läuft, dass die Produkte noch am Markt verkauft werden können. Also damit wurde Eiffeltor ausgebaut. Da das bestens klappte und wir bei der Bundesregierung erreichen konnten, dass ein neuer Autobahnanschluss gebaut wird, obwohl ja Klettenberg direkt daneben liegt, alle haben gesagt, es geht nicht, ging es dennoch, weil wir alle einbezogen hatten in diesen Bereich. Es wurde wirklich ganzheitlich gedacht und ökonomisch, sehr ökonomisch entschieden. 2000 etwa war es so, 2001, dass wir gesagt haben, dieser hohe Erfolg, den wir in Eiffeltor hatten, und die dritte Bahn wird hier jetzt gebaut, mit entsprechenden Bundesmitteln, und Ende des Jahres, der Dave sagte das, oder Anfang des kommenden Jahres in Funktion gehen, größte KfV-Terminal Deutschlands steht dann hier. Wir hatten uns damals mal in Bremen angeguckt, war eine ganz interessante Sache, man muss ja mal auf woanders gucken, was da ist, damit man was dazulernt, nicht sozusagen das Rad neu erfinden muss. Jetzt hat man 2000 gesagt, bei diesem großen Erfolg setzen wir uns mit der HGK zusammen und sagen, wir bauen einen weiteren KLV-Terminal. Und zwar den, wie Herr Neef zeigte, auf dem Esso-Gelände. Die Idee kam nicht von dort, sondern die kam aus der Stadtverwaltung von uns. Zusammen mit der HGK haben wir das gemacht. Weil erstens der kombinierte Ladeverkehr Schiene Straße großen Erfolg hat und weil zweitens mit einem kleinen Einblick in den Hafen die Leinz sehr deutlich war, dass die Masse des Verkehrs dort nicht Hafenverkehr im eigentlichen Sinne sind, sondern kombinierter Ladeverkehr Schiene Straße. Wenn Sie heute dorthin gehen, können Sie es deutlich sehen. Die Masse des Verkehrs ist der. Und wenn jetzt, und das war die Überlegung, denken Sie mal an das Konzept von 88, wenn nichts mehr ausbaufähig ist, muss was anderes gebaut werden. Bevor man was anderes teuer baut, guckt man doch mal, ob die vorhandenen Kapazitäten unbaufähig sind. Das ist ein ganz normaler Weg. Ganz normaler Weg, den jeder auch selbst macht. Für sich zu Hause. So, und insofern haben wir gesehen, da da sehr viel Verkehr ist, der da an sich gar nicht reingehört, sondern die teure Hafenfazilität sozusagen blockiert, muss dieser Verkehr rausgenommen werden. Und damit mit dem Rausnehmen dieses Verkehrs, jetzt aus diesem Bereich Hafen Niel 1 in den Bereich des ehemaligen Esso-Geländes an die Gistemüser Straße, würden neue Kapazitäten entstehen im Hafen Niel 1. Sie merken, es ist keine Hexerei, ganz normale Sache. Wenn ich was rausnehme aus dem Bereich, sind freie Flächen da, nämlich die freien Flächen, die wir auf dem Esso-Gelände nicht haben mit dem Wasserzugang. Wasserzugang ist eine teure Sache. Und wenn Wasserzugang wichtig ist, muss man Wasserzugang auch entsprechend für die Dinge einsetzen, die den Wasserzugang dringend benötigen. Sonst, Herr Neef, haben Sie recht, geht der Container in Köln vorbei. So ist der Zusammenhang. Und Sie können sehr deutlich sehen, dass eine sehr kluge Entscheidung der HGK ist, den KfV-Terminal dort zu bauen, dort an der Geestemünder Straße im Norden zu bauen. Sie können sogar die 4,5 Kilometer Schienenstrecke nutzen, als Puffer, als Logistikfläche, ganz nüchtern, wo Sie abstellen, Sie können das in Urlaub ja mal sehen, da stehen die Sachen hier dauernd, die Züge. Diese Flächen brauchen Sie auch, Sie müssen irgendwo was abstellen. So, sodass Sie dann auf einmal große Flächen frei haben im Hafen Niel 1 und Sie brauchen nicht in wahnsinnig teure Investitionen hineinzugehen in Urlaub. Teure Investitionen, haben wir mal viele gesagt, kostet so nichts, wir kriegen die Zuschüsse. Meine Damen, meine Herren, die Bundesrepublik Deutschland hat überhaupt kein Geld. Das Geld der Bundesrepublik Deutschland, der EU, kommt von Ihnen und vom Kreditmarkt. Daher kommt das Geld. So. Und deswegen ist es eben wichtig, ökonomisch vorzugehen. Bei all den vielen Dingen, die da sind, ist es immer wichtiger, bei den Großinvestitionen auch dem Publikum zu sagen, dass mit der Steuerzahlung
also mit Ihrem Geld, das Sie sozusagen weitergeben, vernünftig umgegangen wird, im Sinne, die Stadt entwickelt sich erstens weiter, zweitens der Strukturwandel wird deutlich dargestellt, nachhaltig dargestellt und die Chancen, die eine Stadt hat im Wirtschaftswettbewerb gegenüber anderen Städten oder in diesem Bereich hier, werden wahrgenommen. Darum muss es doch gehen. Man muss an der Spitze der Bewegung sein und nicht in der dritten Reihe. So, und deswegen geht es darum, hier mit dem Geld so vorzugehen, dass richtig das Geld eingesetzt wird. Und ich bin immer noch der Ansicht, wenn nie eins, dann eines Tages, aber Frank hat ja gesagt, das dauert noch Jahrzehnte, wenn es denn soweit ist, wenn nie eines Tages gefüllt ist, sinnvoll gefüllt ist und der KLV-Terminal auf dem Esso-Gelände beispielsweise nicht erweitert werden könnte, konjunktiv, dann muss man wohl auch ausbauen. Ganz eindeutig, bleibt dabei. Bleibt dabei, dass das so ist. Das ist der eine Part. Das ist das Thema Hafen. Sie müssen die Zusammenhänge sehen im gesamten Bereich und dazwischen liegen jetzt ja nun von 87, 88 doch einige Jahre. Es ist dadurch, weil es älter geworden ist, nicht falsch geworden. Schon gar nicht falscher. Sondern die Sache ist immer noch richtig. Und man muss sie auch so nachvollziehen. Man muss nur gucken, was verändert sich denn im Laufe der Zeit. Letzter Punkt. Wenn der Rat, Herr Neff hat das gesagt, Herr Felter hat das eben nochmal gesagt, wenn der Rat am 2. Februar 2010 vor einem Jahr beschließt, auf Antrag einzelner Fraktionen beschließt, jawohl, wir machen ein regionales Logistikkonzept. Und dieses ist sozusagen die Wichtigkeit für uns, wenn Sie die Begründung hineinlesen, könnte ich Ihnen jetzt vorlesen, könnte auch richtig zitieren, damit das auch klar ist, dann würden Sie sehen, dass der Rat, also nicht irgendjemand, sondern das höchste Organ der Stadt Köln, gesagt hat, dass es eine ganz wichtige Maßnahme ist. Sozusagen eine wichtige Maßnahme im Rahmen der Wirtschaftsentwicklung der Stadt, der Strukturpolitik der Stadt und ich würde einfach mal sagen, auch der Glaubhaftigkeit daran. Wenn derselbe Rat dann sagt, ein Jahr später, das, was wir neulich beschlossen haben, ein regionales Logistikkonzept zu entwickeln und aus diesem dann, wenn es dann vorliegt, die richtigen Schlüsse zu ziehen, um Maßnahmen umzusetzen, das interessiert mich gar nicht mehr. Ich mache jetzt eine Umfrage oder eine Abfrage dieser Art eines Bürgerbegehrens, dann muss ich doch der Rat fragen, wo ist denn sein Selbstverständnis noch? So was, meine Damen, meine Herren, nehmen wir mal an, ich wäre Ratsmitglied, fände ich unmöglich. Außer ich nehme den Beschluss, den ich gefasst habe, vor einem Jahr zurück. Das ist alles möglich. Klar, der Rat kann jederzeit was Neues beschließen. Aber wenn ich als Ratsmitglied einmal das beschließe und sage, dass es eine so große Wichtigkeit ist, am liebsten lese ich gleich ein Gesetz noch vor, ein Jahr her ist ja, dann vergisst man ja noch nicht so viel in einem Jahr. Wenn das so wichtig für die Stadt Köln ist, dann kann doch nicht derselbe Rat sagen, ein Jahr später, das interessiert uns alles gar nicht mehr. Das kann nicht sein. Oder? Man muss das sehr deutlich dem Publikum sagen. Das ist eine normale Sache. Man kann ja sagen, mich interessiert das nicht mehr, was ich vor einem Jahr gesagt und beschlossen habe und in der Begründung gegeben habe. Das Interessante an der Sache ist aber nur, es ist keine Vorlage der Verwaltung gewesen damals vor einem Jahr, sondern ein Antrag aus der Politik direkt in den Rat hinein. Also ein sogenannter Ratsantrag nach § 3. Da exkulpiert sich sozusagen oder da zeigt sich die Politik in erster Linie und geht nicht zurück auf eine Vorlage der Verwaltung, die die vorgelegt hat. Also der Rat hat selbst gehandelt und ist jetzt sozusagen etwas vergesslich vielleicht geworden. Und deswegen meine ich das Selbstverständnis jedes Ratsmitglieds. Jedes. Ob er damals dem Antrag zugestimmt hat oder nicht zugestimmt hat. Oder sich enthalten hat. Das muss man an dieser Stelle hinterfragen. Das war's. Vielen Dank.